Freunde, kein Kartoffelchen zu einer neuen Folge Move or Die hier im Zuge unseres wunderbaren Projektes 12 Days of Let's Play. Mit dabei sind die Jenny und die Caro. Moin. Moin. Upsi. Und wir geben uns jetzt mal ordentlich auf die Mütze hier. Das Spiel wurde sich ja zwischendurch auch mal wieder auf meinem Kanal gewünscht. Ich weiß nicht, wie es bei der Jenny aussah, aber wir spielen es auf jeden Fall nochmal. Und was ist nochmal ein Mutator? Achso, der darf das jetzt entscheiden, ne? Ja. Oh, Caro, was ist Flattern? Nimm das doch einfach Jenny. Mal. Das ist Jenny. Wir müssen dazu sagen, dass unsere gesamten Spielstände einfach zurückgesetzt wurden und wir deswegen hier komplett neu unterwegs sind. Ah, oh, Weihnachtspäckchen. Guck mal. No. Wer ist denn der Mann? Ich komme mit der Steuerung gerade nicht klar. Ah, okay, alles klar. Ich dachte, du bist vielleicht irgendwie rausgeflogen. Ist da ein NPC hingesetzt worden. Was war das jetzt? Funkensprung oder so. Was ist ein Funkensprung? Weiß nicht. Hä? Was macht denn das? What? Wow! Alter, was ist das? Ja, geh doch da rein. Du da! Hä, was ist denn das jetzt? Was geht's denn hier? Darfst du da nicht rankommen. Ach so, man wird quasi... Ah, jetzt habe ich das auch verstanden. Bodenlos. Oh, wer ist das denn jetzt? Das ist irgend so ein anderer Typ. Und der verwirrt mich irgendwie jetzt schon hart. Nein, Caro, jetzt hör auf, das zu gewinnen, bitte! Mützchen! Nein, du darfst kein Mützchen haben. Doch. Nein. Ja. Nein. Jenny hat ja gesagt. Ich habe aber schon ein Weihnachtsmützchen. Ja, Remi. Ja, ich habe aber 5 Punkte gekriegt. Ha! Auf einen. Ha. Mitz! Kein Mützchen. Ha. Sei schneller als deine Gegner und erreiche das Ziel ohne irgendwas. Oh Gott, ist das immer noch die gleiche Map? No! Wie am Anfang? Warum sind die denn so schnell? Hä? Wie kann man denn nochmal schnell laufen? Einfach laufen. Mützchen. Bist du das, Caro? Ja. Du schaffst das eh nicht. Siehst du? Oh, nicht mein Mützchen. Oh, Caro hat es einfach voll geschafft. Wegen meinem Mützchen. Du machst mich fertig. Wieso hast du eigentlich ein Mützchen? Weil ich Gewinner bin. Weil sie auf dem ersten Platz war. Oh, jetzt muss ich aber auch mal erster Platz werden. Mützchenjagd. Ich glaube, es wird Jenny. Nimm doch mal das Mützchen der weg. Los, Jenny! Alter, wie das Mützchen immer direkt vor sie geht! Dieses vermaledeite Mützchen! Oh. Was war das denn, Jenny? Aua! Oh. Die ist der Weihnachtsmann! Ja, guck mal, ich bin's! E-Beams! Ich nehm Flattern! Was ist das? Du bekommst unendlich Sprünge, also sind kürzer. Hä, kann man nicht unendlich springen? Ich glaub, weiß nicht. Hä? Hä? Was ist denn los? Oh! Nein! No! Okay, das ist Flattern. Wow. Oh. Ich komm gar nicht hoch! Zu ihm! Spring! Geht nicht! Boom. Pfeiltaste nach oben. Ja, ging nicht! Ja, ich konnte nicht springen! Die Sprünge sind kürzer, weil mich Flattern genommen hat. Du musst ganz oft drücken hintereinander. Ja. Oh. No. Gut. Ja! Wer hat ein Caro, Mützchen? Wer zieht gerade weg? Wer hat das Mützchen an? Hä? Hä? Ich will das Mützchen an. Oh, nochmal Funkensprung. Wenn du den Gegner kriegst. Okay. Alter, wieder so voll viele Leute durchgehen.
Wir haben vergessen, auf den Boden zu rennen. Nein! Oh. Dann bin ich geplant. Dieser Pontuza! 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 Pontuzare! Cantare! Oh. Geht mal alle weg hier! Geht ihr doch! Oh, William! Ha! Den Sieg lasse ich mir nicht nehmen. Ne. Also das sehe ich ja wohl nicht ein hier. Head Chase! Warum bist du schon genauso gespannt wie ich auf den Head Chase? Das gewinnst du eben. Gar nicht, ich habe das eben zum Beispiel nicht gewonnen. Ja, aber jetzt. Aber ich komme mit dem Flatter nicht klar, ne? Nee, ich auch nicht. Das Mützchen! Hallo. Das Mützchen schwebt da. Nimm es doch. Aber ich hab eh gewonnen. Fallende Blöcke. Oh, das hatten wir heute nicht. Nee, okay, in der Tat. Warten auf andere Spieler, okay. Jetzt guck mal den Grün an. Vollhorst. Warum nennst du den einfach Vollhorst? Weil er die ganze Zeit versucht hat, den reinzudrücken. Ja! Brauche ich nicht, sowas. Sowas brauche ich echt nicht. Der Grüne, den finde ich schon nice. Guckt euch an, wie ich mit meinem Mützchen ganz oben stehe. Haro, ich habe das Mützchen. Mio. Ist nicht so cool wie bei mir. Doch, ein bisschen schon. Geistersprünge, was kann das denn? Was denn? Führender Spieler ist langsam, letzter Spieler rennt schneller. Bodenlos. Okay, das könnte jetzt natürlich in der Runde hier schon ein bisschen problematisch werden. Fakt, Sprungbretter sind verantwortlich für 99% aller durch Sprungbretter entstandenen Fälle. Hä, was? Alter, ich bin Erster, warum, deswegen bin ich jetzt langsam. Oh. Wer hat das Mützchen? Caro. Oh, oh, oh. Boah, schnell laufen, ich bin langsamer. Ja. Oh nein. Und irgendwer ist schon geplatzt. Oh, ich bin geplatzt, weil ich nicht schnell rennen kann. Oh, Jenny, warte. Ich glaube, Schnelllauf ist einfach unmöglich, wenn man nicht schnell rennen kann. Nein. Bumm. Sehr gut, Caro. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Bitte, sehr, sehr gerne. Bumm. Der Typ hat jetzt irgendwie... Oh, ich hasse den Typen. Geh doch! Bumm! Bumm, du doch! Nein! Komm her, Typ! Ach, Manu! Die Musik geht halt übel ab irgendwie. Oh, Karl, lass mich doch bitte noch einmal gewinnen. Hutjagd. Hut. 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 Nein. Nimm das. Gib mir doch den Hut. Nimm ihn doch weg. Wie gewinnt er? Ach nö! Aber du kannst es eh. Oh nein! Guckt euch an, wer 50 Punkte hat. Dein Blick denn ist ich doof. Bin einfach der Beste. Yeah, yeah, yeah! Oh, ich habe ein Geschenk bekommen, weil ich Level Up bin. Was habe ich bekommen? Wow! Einen unüblichen Charakter. Ach, das war ein Bot! Ich hab Wumpus bekommen. Nee, am Anfang war es kein Bot, aber da in der einen Runde ist er explodiert, der Typ. Weil er geleftet ist. Okay. Ach, wie schön. So! Der E-Bot macht mich jetzt schon fertig. Noch eine Runde? Oder war's das? Nee, ich denke, das war's. Okay, dann war's das. Liebe Freunde, wir schauen uns noch einmal ganz kurz meinen neuen Charakter an, weil ich den cool finde. Guck dich meinen Charakter an. Jenny, guck dir meinen Charakter an. Total schön. Und dann sehen wir uns beim
nächsten Mal wieder morgen 14 Uhr mit dem nächsten Spiel. Ich verrate so viel, es wird vollkommen interessant. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.